Ja, Mauro Lustrinelli, Cheftrainer vom FC Thun Berner Oberland. Ende August sind diverse Spieler noch dazugekommen zu unserer Mannschaft. Wie haben sich die integriert? Ja, sehr gut. Ich glaube, in diese Gruppe sofort zu integrieren ist sehr, sehr einfach, weil es gibt wirklich einen tollen Teamgeist. Auch für unsere Spielprinzipien sind natürlich Spieler gekommen, die kennen sehr, sehr gut auch die Art und Weise, wie wir immer spielen. Und darum, ich glaube, jetzt langsam sind wir wirklich sehr komplett und können wir erfolgreich auch arbeiten. Wir sind seit Juli ungeschlagen, kein Match verloren. Seit Juli, wie bist du zufrieden mit dem Prozess der Mannschaft? Mit der Entwicklung sehr, sehr, sehr zufrieden natürlich, weil jeden Tag werden wir besser. Und auch die Leistungen sind auch gut, die Resultate bewiesen auch das. Gut, Resultate sind nicht optimal, aber eine gewisse Trend, ich glaube, ist sehr, sehr spürbar. Und wir wollen natürlich auch uns weiterentwickeln. Meisterschaft, eine kleine Pause. Wir haben im Cup gegen Neuchâtel Xamax. Wie wichtig ist der Cup für uns jetzt in dieser Saison? Der Schweizer Cup in der Schweiz ist immer etwas ganz, ganz schön. Man weiß, dass jedes Spiel ist wirklich 50-50. Treffen wir auf einen Gegner, der in der Meisterschaft noch keinen Sieg gemacht hat. Und darum ist noch ein bisschen heikles Spiel. Aber wir werden auf Platz gehen und wir wollen unsere Identität, unsere Mentalität auf Platz bringen und wollen wir natürlich eine Runde weitermachen. Neuchâtel Xamax, eine Mannschaft, die wir in der Liga Ode auf sie werden treffen. Wie schätzt du sie? Sie sind ja wirklich nicht gut gestartet, jetzt den ersten Punkt geholt. Wo siehst du? Ich glaube, die Resultate von Neuchâtel widerspiegeln nicht ihre Leistungen. Sie hätten sicher mehr Punkte verdient. Einige Spiele waren wirklich sehr, sehr unglücklich. Und darum, ich glaube, sie werden sicher in der nächsten Woche auch Punkte sammeln, weil die Mannschaft ist wirklich eine gute Mannschaft, die kann auch mit der anderen Mannschaft auch mitmachen. Und darum haben wir großen Respekt vor Neuchâtel Xamax und gleichzeitig kennen wir unsere Stärken und wollen wir sie auf Platz bringen.